Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Bevor wir richtig loslegen, will ich erstmal kurz in den Shop einmal. Wo ist denn der? Ah, da. Und bevor wir nochmal richtig loslegen, werde ich sagen, dass wir hier jetzt eine kleine Aufnahmesession machen. Das heißt, wundert euch nicht. Geil würde das ein bisschen was bringen, ne? Wundert euch nicht, falls wir jetzt Moment, ich muss kurz hier. Silberhelm. Rosenschild. Bärenschild. Und eine Silberweste. So, wundert euch nicht. Wenn der Part jetzt beendet ist, dass ich nicht auf Wiedersehen sage, sag ich mal. Denn ich hatte jetzt vor, eine kleine Aufnahmesession zu machen. Das heißt, ein bisschen halt am Stück aufzunehmen. Und ja, ups, nicht 11 Stück, 4. Und deswegen ich bin voll beladen? Ja, deswegen werde ich halt keine Verabschiedung machen. Alter. Und ja, erst am Ende der Aufnahmesession halt. Heilige Kacke, haben wir viel. Holy shit, okay, ich würde sagen, haben wir nicht. Wir trainieren, wow. Okay, nein, das machen wir nicht, das machen wir gleich. Wenn wir Lexis im Team haben. Lara, aufwachen. Oh. Ich habe wirklich klasse geschlafen. Guten Morgen. Bitteschön. Das ist die Blume, die ich gesehen habe. Gut, also wir haben die richtige mitgebracht. Bitte verkauft mir die Blume. Ich bin nicht reich, aber ich gebe euch alles, was ich habe. Wir haben diese Blume geholt, um sie dir zu schenken. Ihr schenkt mir diese Blume? Ja, nimmst du sie an? Klar, aber seid ihr euch sicher? Wenn ihr sie einpflanzt und züchtet, könnt ihr sie teuer verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man Pflanzen züchtet. Ich glaube, diese Blume ist bei dir besser aufgehoben. Danke, vielmals. Ich passe gut auf sie auf. Wenn du eine gezüchtet hast, bekomme ich dann eine? Na klar. Übrigens, wie heißt die Blume eigentlich? Ich glaube nicht, dass sie schon einen Namen hat. Bitte, gib ihr doch einen. Sie heißt Götterblume, hallo? Hä? Mal sehen, wie wär's mit Prefer? Prefer, das klingt wirklich hübsch, genau das ist es. Freut mich, dass dir der Name gefällt. Selan, wir sollten jetzt wieder aufbrechen. Ja, wir müssen los. Ich hoffe, du hast bald tausende Prefers. Prefers, okay. Das ist wirklich eine tolle Blume, Schwesterherz. Ja, ich werde tausende davon züchten und jedem in der Welt eine zeigen. Ja, zeigen, wie schön sie ist. Ja, Mann, mach das mal. Wir dürften jetzt fertig sein, beziehungsweise Lexis dürfte jetzt irgendwie bald hier sein. Da unten ist er, genau. Hey Lexis. Oh, Doki, wo warst du? Der Motor ist und das Schiff sind schon lange fertig. Ja, schon? Satos ist gerade auf einer Testfahrt. Er wird gleich zurück sein. Oh, da ist er ja schon. Jo. Wow, es ist unglaublich schnell. Ich weiß, beeindruckend, nicht wahr? Ja, sehr beeindruckend, Alter. Uiuiui, krass, muss ich ja sagen. Na, na, na. Voll gegen das Mikro gehauen. Ich sehe den Hut vor dir, für die Lexis. Dieser Motor ist unglaublich, eine tolle Erfindung. Das wusste ich schon immer. Lexis, das Schiff gehört dir, wenn ich dafür dein Labor benutzen darf. Ich möchte etwas erfinden. Naja, es kann zwar nicht jeder gleich etwas erfinden, aber das ist wirklich dein Ernst. Das Schiff kostet mich nichts. Ganz genau, du hast dich nicht verirrt.
Gut, du kannst das Labor jederzeit benutzen. Danke, ich bin schon unterwegs. Pass auf dich. Pass gut, bitte gut auf Exterion auf. Bis später. Exterion, cooler Name. Lexus, was ist Exterion? Der Name des Schiffes. Ich finde, Exterion ist ein cooler Name. Übrigens, wir wollten ja das Schiff kaufen. Was redest du für ein Quatsch? Ich gehöre doch jetzt zu euch. Ah, stimmt. Jetzt haben wir ein Schiff. Auf in das nächste Abenteuer. Lexus schließt sich an. Nice. Schöne Sache, schöne Sache. Grrr. Ich kann mich nicht... Danke. Ich will... Items. Danke. Cups. Erstmal Rüstung. Lexus. Schraubstock. Mhm. Wir haben hier auch nichts für ihn, ne? Nee, das macht alles nur schlechter. Okay, Moment. Wir fahren erstmal in die nächste Stadt. Yeah. Wir haben ein Schiff. Das ist cool. Da bringt es nicht so lang zu fahren. Was ist das da für eine Insel? Was ist das? Ein Seepferd, okay. Zack. 250 Damage. Das ist nett. Das ist nett. Ja, hier ist nichts wirklich, okay. Da ist ein Königreich. Wir gehen mal in das Königreich hier. Danubia. Na, 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 na. Dim. 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 Oh, Waffen. Nice. Breitschwert, ein S-Tock. Flammenfluss. Aber ich glaube, na, super. Breitschwert auf jeden Fall für Guy. Wir haben nicht genug Waffen, Mann. Beziehungsweise nicht genug Platz. Okay, Moment. Dann können wir auf jeden Fall erstmal Lexus das geben, was hier frei ist. Lexus hat eine recht hohe Bewegung, ne? 67. Was ist ein Lexus? Ist eher ein Magierkämpfer, halt sowas wie Doki eigentlich. Irgendwas, was die Bewegung erhöht? Ja, ich glaube, so ein Eisring klingt ganz nett, ne? Wo so ein Zombie-Ring eigentlich auch nicht schlecht ist. Ich glaube, wir geben ihm den Eisring, ja. Und... ein Adlerstein? Obwohl, so eine Löwentatze irgendwie mehr bringt, oder? Ja, ich glaube, so ein... ja, kriegt eine Löwentatze. Wir können jetzt auf jeden Fall erstmal... verkaufen. Wir verkaufen erstmal hiervon ein bisschen Scheiße. Ja, komm. Die Boomerangs brauchen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Bälle bringen. Flucht brauchen wir nicht mehr. Wieso wollte ich denn das kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht. Krafttränke, Kraftwasser brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir erstmal eine neue Waffe. Ein Breitschwert für... ja, S-Tock kriegen die beiden. So, zack und zack. Ein Breitschwert kriegt Guy. Und ein Schrauber kriegt... wir haben keinen Platz mehr. Ich habe zu wenig Goldmünzen. Lol. Okay. Das ist schlecht. Dann rüsten wir ihn halt erstmal so normal aus. Ein Leinenmantel. Ein Kettenpanzer kann er gebrauchen. Ich glaube, dann kriegt er den Kettenpanzer, ja. Was macht der Laborkittel? Füllt KP auf. Egal, er kriegt den Kettenpanzer. Na, 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 na. Na, 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 na. Ha, ha. Dim, 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 dim. Nee, er kriegt da nichts. Hiervon auch nichts. Und okay. Gut, dann würde ich sagen, füttern wir erstmal ein wenig Fomi. Wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen genug Items. Erstmal die doppelten Items, ein Kampfdegen, Langschwert, Steinschild, Vollwirk, okay. Eine Handaxt haben wir. Eine Handaxt haben wir. Handaxt. Noch eine Handaxt haben wir leider nicht. Tut mir leid, Fumi. Da, Steinhelm. Vollwirk. Ein Adlerstein haben wir. Da ist er.
Adlerstein. Superrobe haben wir leider nicht, aber dafür haben wir noch einen Stahlhelm. Und Eisenmütze. Hör auf, die Superrobe zu wollen. Ich würde sagen, wir füttern erstmal unser kleines Radieschen. Haarband haben wir. Das ist schön. Minirock haben wir nicht. Ja, genau, weil unser kleines Radieschen nimmt auch die Anfangskackdinger, wie die Bratpfanne. Okay, die nicht. Krabbeltöter aber und so. Langmesser. Lederhelm haben wir. Lederhelm. Kurzschwert haben wir auch. Dim, dim, dim. Kurzschwert. Eine Lederrüstung. Immer gerne für dich doch. Wo ist sie? Da ist die Lederrüstung. Minischild haben wir leider nicht, dann kriegst du einen Mantel. Leinmantel. Okay. Zauberbikini. Super lecker. Morgenstern. Warum gebe ich ihm die überkrasse Kacke? Lichtmesser. Okay, voll Wirk. War ja irgendwie vorherzusehen. Obstmesser. Komm schon. Adlerstein. Ja. Weiter nach unten. Adlerstein. Oh, Alter, der hat aber echt einiges gebracht. Aber dafür entwickelt sich unser Radieschen jetzt weiter. Schöne Sache. Zu einem Mini-Spider-Man? Okay. Kriegt er Wutring von uns. Und noch einen Wunderring. Vielleicht auch noch eine Löwentatze. Und noch einen Bienenstein. Dann meinetwegen noch ein Feuerring. Nicht? Okay, ein Zombie-Ring aber. Und ein Jaguar-Ring. Okay, einen Bronze-Axt haben wir. Da unten. Krebsstein haben wir nicht. Dann fangen wir erstmal von hier wieder ein. An Steinbrecher. Ein Feuerschwert. Eine Flugaxt. Okay, dann nicht. Kukri. Feuerdolch. Nervendolch. Francesca, okay, kein Francesca. Frostdegen. Eisenschwert. Kampfdegen. Ah, fast ein Level up, okay. Ein Silberschild haben wir, das kriegt er auch. Hier, bitte das Silberschild. Bim, bim, bim. Zu was wird er jetzt? Mal sehen. Okay. Sieht komisch aus. Entwickeln wir ihn noch weiter, ja, ne? Ja, machen wir. Skimitar. Riesenstab. Donneraxt. Langschwert. Multischwert. Klingenrute. Erstmal ein bisschen sortieren hier. Wir haben ja, ne, Federweste, okay. Ein Eisenpanzer. Ein Kettenhemd. Engelsflügel. Steinpanzer. Okay. Kamurüstung. Silberweste. Danke. Eisenhemd. Laborkittel. Kraftband. Aha, Rundschild. Holzschild. Schutzschild. Abwehrschild. Bronzeschild. Steinschild. Riesenschild. Ah. Zornarmband. Jethelm. Wir haben halt nichts mehr. Leinenhelm. Okay, so langsam. Okay, immerhin einen Riesenturban genommen. Stahlhelm auch noch. Okay, wir haben nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr, Leute. Noch die Früchte. Aber gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall wieder ein komplett leeres Inventar. Was ist denn hier unten? Was können wir denn hier kaufen? Magie, genau. Was ist denn Spiegel? Reflektiert Magie, okay. Aber davon brauchen wir nichts. Davon brauchen wir nichts. Ich warte auf Abaddon und so. Das wird geil, wenn wir das haben. Oh ja. Eine Runde übernachten, danke. Und, ja komm, speichern gehen wir jetzt nicht. Brauchen wir noch nicht. Gehen wir mal zu dem hier.
Hi. Vorher probieren wir nach Abschluss des Vertrags. Ah. Okay. Robin scheint seltsame Wirkungen auf Menschen zu haben, ja. Scheint so. Na 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 na. Ein Schande, nur Auralios Staatsschatz kann es für Frieden bringen. Uns Leon, los, einreden. Was? Hey, der Prinz hat beschlossen, den Nationalschatz zu verschenken. Soll Frieden schaffen für Waffenruhen, okay. Wollen wir den Friedensvertrag unterzeichnen, historische Länder auf Rubin, okay. Hätte nicht gedacht, dass Orania freiwillig Feuerrubin übergibt. Großzügiges Geschenk. Okay. Mein ist der Feuerrubin. Hahaha. Okay. Ja, das, okay. Eine Küche. Cool. Hier oben war aber irgendwas. Da will ich nochmal hin. Was ist hier? Ein Zimmer. Ich hätte gerne Feuerrubin. Ich würde gerne wissen, was der feine Prinz da. Okay. Ah. Okay. Hast du es gefunden? Nein, leider nicht. Wir müssen dem Prinz Leon Bescheid geben. Sind das nicht die Leute aus der Radio? Warum haben die es denn so eilig? Keine Ahnung, wir gehen auf jeden Fall mal nachschauen. Okay. Man wird so beschäftigt wie schon lange, ich habe keine Zeit zum Reden. Ich kann den Feuerrubin nicht sehen, was ist mit ihm geschehen? Tja, also, der Rubin, wie soll ich es sagen, also er wurde gestohlen. Cool, warum das? Hat es nichts Besonderes zu tun? Warum ist der Feuerrubin gestohlen worden? Wie habt ihr das denn gemacht, Alter? Eben war er noch da. Hey. Uns hat beschlossen, die Zeremonie zu verschieben, ja. Wie kommt das nur? Nein, der Feuerrubin wurde Pritz. Nicht erfreut, schlimmer. Meine Eltern sind erschüttert, werden erschüttert sein, was auch immer, okay. Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt, ich habe keine Zeit für ein Gespräch. War dort und nichts. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt. Müssen wir das jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal nach oben erstmal. Gucken wir mal, was hier ist. Nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Böse Medusas. Medusa. Na, 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 na. Nordhöhle, kein Zutritt, kehrt wieder um. Ja, okay. Dün, dün. Nein. Nervete mich nicht. Da ist wieder das Königreich. Was ist da unten? Ich will nicht gegen euch kämpfen. Jedenfalls momentan nicht. Hier ist eine Stadt. Königreich Auralio. Ist der Königreich Auralio? Ja, okay. Ihr habt kein Schloss, aber ihr seid stolz drauf. Okay. Das ist auf jeden Fall nett. Din 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 din. Euch das. Der Prinz ist in der Numia. Wir können das Tor nicht öffnen, bevor er nicht wieder da ist. Och Mann! Ich glaube, wir müssen jetzt das tun, was ich denke, was wir tun müssen. Deswegen sprinte ich mal. Ja, ich sprinte zurück. Ja, die Charaktere können auch sprinten, okay? Ich meine, ist ja nicht so, dass das nur für reale Person gilt. Zack. Also erstmal gucken wir nach hier hinten, was hier noch ist. Da ist noch eine Stadt. Die Schicksalsinsel. Ich habe dich erwartet, okay, ich führe. Ah! Stimmt, die hat alle Gegenstände, die wir jemals im Besitz hatten. Krass, ne? Gekauft oder gefunden hast. Ja, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Das heißt aber, man kann sich da nochmal später komplett ausrüsten. Shop.
Das werde ich auch machen. Ich werde später dann alles verkaufen und mich da nochmal komplett ausrüsten. Ich will nochmal ins Königreich. Nein, ich will mich eigentlich warpen. Wie hieß denn die Stadt? Das war doch... Lunaria? Ja, oder? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nee, das war nicht Lunaria. Das war... Clamento.